Servus Jungs und Mädels, heute ist wieder mal soweit, jetzt im Herbst rein, machen wir noch mal ein wenig was mit Wild. Da habe ich jetzt da was hergekriegt, einen Hirschbraten habe ich da gemacht, das sieht man jetzt da auch, ja, weiß nicht, ob man das sieht, ich will es nicht zu weit kippen, da habe ich jetzt einen Hirsch drüber mit Preiselbeeren, Sauce, Semmelknödel. Und wenn wir das gemacht haben und was wir da braucht haben dazu, bleibt dabei, schaut es euch an. Viel Spaß dabei! Ja gut, dann kommen wir zu den Zutaten. Da habe ich jetzt halt mein Fleisch, den Hirschbraten da. Da dürft ihr aber jetzt von der Farbe her nicht täuschen lassen, weil den habe ich eingelegt gehabt in Rotweinsud. Und wenn ich das gemacht habe, das werdet ihr dann sehen, gehen wir dann nochmal einen Schritt zurück, weil ich den Sud hergekriegt habe. Da habe ich jetzt den Sud hier drin. Der, was da ein Problem ist, den habe ich angeseiert von den Gewürzen. Dann habe ich ein bisschen Wurzelgemüse, Zwiebeln, ein paar Preiselbeeren, ein Wildfond, ein Soßlebkuchen brauche ich noch für die Sauce dann, ein bisschen Tomatenmark und zum Würzen nehme ich da so ein Wildgewürz. Mal schauen, vielleicht, dass ich da auch mal selber noch eins entwickle und probiere. Vielleicht gibt es dann mal in Zukunft auch von mir so ein Wildgewürz dazu. Das war es jetzt an die Zutaten. Da sehen wir das Fleisch abbrauen, dann das Wurzelgemüse mit den Zwiebeln und dann gehen wir über zum Schmoren. Ja, also gut für den Sud, da brauche ich gar nicht viel. Dann nehme ich einen Topf, dann tue ich da ein bisschen Rotwein rein, einen Rotweinessig, normales Sauerbratengewürz, das ist alles ein wenig dabei, Wacholder und Pfeffer und Senf und was weiß ich alles noch. Normal Sauerbraten wird es halt natürlich extra zusätzlich nur ein paar Pfefferkörnchen mit hin und ein paar Lorbeerblätter. Und mehr weiß ich nicht. Und wenn wir das jetzt zusammen mixen, das Zeug hängt jetzt kurz und dann tun wir es bloß noch aufheizen, also kochen, dass der Sud kocht, ankühlen und dann, wenn er ankühlt ist, da ist das Fleisch rein. Ja gut, ich nehme jetzt den Rotwein da, das ist so ein trockener, da habe ich jetzt einmal ungefähr einen halben Liter rein. Das ist eine Literflasche, also die Hälfte von dieser Flasche. Ein bisschen noch. Ja, ungefähr. So genau geht es nicht. Und da habe ich jetzt einen halben Liter, das ist der Rotweinessig, da habe ich auch die Hälfte rein. Die halbe Flasche ungefähr. Ja, passt. Dann tun wir die Gewürze ein wenig rein. Die Pfefferkörnchen habe ich gesagt. Und die paar Lorbeerblätter. Und dann das ganze Ding bloß aufkochen. Und dann lege ich es, also kalte dann, wenn es kalt ist, das Fleisch rein. Das war's. Das lassen wir jetzt kochen und dann legen wir das Fleisch ein. Also gut, der Sud, der ist jetzt über Nacht ausgeholt. Jetzt hole ich dann meinen Hirschbraten, den da jetzt da bloß reinlegen. Dass der schön bedeckt ist. Da ist nur so ein kleines Stickerl, das tue ich auch noch mit dazu. Und jetzt lassen wir den da drin bis am Samstag, also Feiertag, lassen wir den 10 im Kühlschrank drin. Ab und zu mal wieder umdrehen vielleicht, dass er halt schön unter dem Sud ist. Und dann schauen wir am Samstag dann weiter. Ja, jetzt bevor ich natürlich das Fleisch abbraut, da ist einmal ein bisschen würzen mit dem Gewürz da. Ein bisschen was drauf. Machen wir mal erst das kleine Breckerl da. Und dann mache ich das große noch. Und jetzt da mal auf das große drum ein wenig was drauf noch. Mache ich jetzt ein Viertel und dann tun wir es abbrauen. Dann hat es wieder dabei. Ja gut, das ist jetzt soweit heiß. Jetzt tue ich mal das erste Trümmel rein. Den wir nochmal abbrauen. Und dann tue ich es wieder raus, wenn es abbrauen ist.
Und nachher, wenn mir wurstig ist, dann weiter. Nehmen wir jetzt mal alle Seiten ein wenig, dann tue ich mal auf, mache ich wurstig und gleich weiter. Dann. Wie gesagt. Ja gut, das Fleisch ist jetzt ein bisschen anbraun, das tue ich jetzt mal raus, zwischenparken da und dann machen wir mit Mais weiter. Da jetzt bloß in die Schalen da rein. Dann ist mal auf Zeiten und dann tun wir das Gemüse rein. Die Wurzeln, dann tun wir jetzt mal gleich das Wurzelgemüse da rein, abbrauen und die Zwiebeln dazu. Und dann, wenn das ein wenig abbrauen ist, dann tue ich die Tomatenmark mit hier ein bisschen und anlöschen. Und die Zwiebeln da, die haben bloß ganz grob gewürfelt jetzt gewesen. Dann werden wir jetzt ein wenig anreißen. Dann tue ich ein bisschen Tomatenmark mit hin. Ja, da ist gute Hitze da, passt. Ja, jetzt tue ich da mal ein bisschen Tomatenmark mit hin. So 2 Esslöffel vielleicht. Vielleicht auch ein wenig mit anreißen. Wieder mit runter und dann kann ich es anlöschen. Dann nehme ich zum Anlöschen dann den Sud, den ich da gekauft habe, da wo ich Fleisch eingelegt habe. Erst ein wenig durchmischen, dann schön anreißen da auch noch. Ja, schaut gut aus. Einmal frei. Freut mir. Und da habe ich jetzt den Sud. Ein bisschen noch was drauf. Da habe ich jetzt ein wenig reduzieren. Und dann tue ich noch mal was drauf. Also ich tue mal nochmal ein wenig aufgegessen und dann tue ich gleich das Fleisch rein. Nehme jetzt den Sud nochmal ein wenig. Dann tun wir das Fleisch drauf. Dann ist ein wenig Schmoren drin. Schön. Und dann habe ich den Wildfond noch. Da tue ich auch gleich noch ein wenig rein mit rein. Halt den Saft. Den nehmen wir auch mit. Und dann tue ich gleich so einen Wildfond mit dazu. Nehmen wir mal die halbe. Und ein paar Preiselbeeren noch gleich mit ein. Das können wir auch machen. Mal so, naja, so gute 2 Löffel voll auf die Menge mit rein. Teelöffel haben die jetzt. Ja, ein bisschen los und geht. Und dann rühren wir mal ein wenig und rein diese wenig Schmoren da drin. Und dann machen wir so die Sauce mit dem Sauce-Liebkuchen. Also riechen tut schon mal hervorragend. Das kann ich schon mal gleich sagen. So, jetzt haben wir den Deckel drauf und rein das. Ja, ich habe jetzt die Sauce ein bisschen angeseiert. Dann haben wir da schon hergekriegt gehabt. Mein Sauce-Lebkuchen, den habe ich ein wenig eingewickt. Und den tue ich jetzt da mal mit rein. Mal schauen, wie viel das ich brauche, wenn ich ihn aufkoche. Und dann tue ich noch ein wenig Schmand mit rein an die Sauce. Das rühren wir jetzt noch mal rein. Dann tun wir noch ein bisschen mit Wasser aufgegessen, vielleicht eventuell.
dass wir genug Sauce haben. Ja, das schaut gut aus. Also, mal das. Und dann schaue ich, dass ich noch ein wenig Schmand mit einbringe. Und so, ja, da mit den Rhabarberl ein wenig essen. Aufkochen schön. Wir riechen dort schon mal hervorragend. Fleisch müsste auch schon so weit sein. Schön einrühren und gut aufkochen, ja. Dann passt das. Machen wir jetzt ein fertig und zeige ich es dann. Ja gut, ich will mir jetzt da mal ein bisschen was anschneiden. Der muss soweit fertig sein. Die Sauce habe ich auch soweit fertig. Oh, butterweich. Da habe ich mal ein paar so kleine Trümmerl an. Da habe ich auf den Teller rauf. Ein wenig Knödel dazu habe ich gemacht, Semmelknödel. Da habe ich jetzt einen Teller. Und da gehen wir da wieder drauf. Die Trümmel. Dann holen wir noch ein Knödel dazu. Selber gemachte Knödel. Und jetzt das Wichtigste nur, die Sauce. Mehr brauche ich eigentlich dann nicht mehr, dann weiß ich es. Also gut, da habe ich jetzt ein Semmelknödel, das Fleisch, ein bisschen Preiselbeeren habe ich mit drauf noch und das werden wir jetzt probieren. Ja gut, da habe ich jetzt meinen Teller, ich habe das ein wenig mundgerecht hergeschnitten schon, das Fleisch, das werden wir jetzt einmal testen. Die Sauce dazu mit dem Fleisch. Butterweich. Preiselbeeren dazu. Und die Sauce. Wirklich top. Top Gericht. Knödel. Einmal frei. Da kann ich jetzt gar nicht aufgehen. Ja. Jetzt kommen wir zum Schluss, zum Fazit. Einer ist dabei, der Uwe, der isst noch. Der kann sein Fazit gleich persönlich angeben, weil er gerade dabei ist. Und Uwe? Sehr gut. Ja, also ich habe es auch probiert, die anderen haben es probiert. Jeder hat gesagt, es war wirklich ein Top-Gericht diesmal. Mit dem Hirsch, mit dem Wild. Da hat alles passt, die Sauce hat passt, die Semmelknödel noch passt. Also wirklich echt nur zu empfehlen. Macht es noch, so wie ich es gemacht habe. Das ist ein Ding. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Irgendwo da oben kommt jetzt noch wieder mein Logo. Da könnt ihr draufklicken. Kostenlos natürlich abonnieren. Und eventuell die Glocken unten aktivieren. Weil der, der die Glocken aktiviert hat, der verpasst das nächste Video auf jeden Fall nicht. Weil er kriegt eine Benachrichtigung automatisch. Und ansonsten sage ich dann bloß meine Servus. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr euer Oberpfalz Barbecue. Okay.